Hast du auch den Motor gestartet? Ja. Wir sind immer noch in der Elektrogarage.com. Tesla-Gutachter Wolfgang Müller hat eine Dose in der Hand. Was hast du denn da, Wolfgang? Genau, du hast das mitgebracht hier von Kenchemi. Das ist so ein Air-Condition-Reiniger. Das heißt, es wird desinfiziert und mit gutem Geruch versehen. Kann man auch machen, wenn man jetzt mal so einen Hund oder sowas im Auto hat. Das heißt halt. Und ja, übrigens, vielen Dank an die Firma Custom Tesla, die hat das gesponsert. Ah ja, genau, Custom Tesla. Danke, Oliver Godisch. Und ja. Ich habe sowas aber auch und da. Und Co., Alexander Nassian und damit so weiter. Die Werbung perfekt ist, es von Sonax. Ne? Also eigentlich genau das gleiche Produkt. Kriegst du Geld für? Auch der gleiche Inhalt. Nein, kriege ich kein Geld für. Kriege auch nichts gesponsert. Und letztendlich funktioniert es auch genauso. Wir haben eben durchgelesen. Aber wir haben ein Problem, ne? Ja, Motor laufen lassen steht hier. Und ja, das ist bei dem Tesla ein bisschen schwierig, ne? Gut. Aber wir sehen da drüber hinweg, wir sind ja Profis und wir lassen den Motor laufen, ja. Bauen das rein. Also es funktioniert folgendermaßen. Man soll das irgendwo auf ein Stück Pappe oder Papier in den Beifahrerfußraum stellen. Ja. Und dann soll man die Heizung auf Kalt und Umluft schalten. Und dann. Auf Kalt muss sie? Ja. Okay. Ist wie gesagt besser, wenn der Klimakompressor, wenn der nass ist, also wenn er feucht wird. Und dann soll man das hier runterdrücken, dann rastet das ein und das sprüht dann praktisch die ganze Zeit. Man schließt dann die Türen und es sprüht die ganze Zeit in den Innenraum rein und verteilt sich dann durch die Umluft in dem ganzen Fahrzeuginneren. Okay. Auch die ganzen Luftleitungen, die Düsen und alles. Ja, dann mach das mal. Ja. Beifahrerseite müsste auf sein. Nee, ist nicht auf. Ja, ist ja perfekt. So, dann stell das mal dahin. Aber noch nicht drücken, ne? Wir wollen erst mal zeigen, was man in den Einstellungen machen muss. Ich gehe mal eben kurz rüber, damit man das sehen kann. So. Genau, also wir können hier ja nicht den Motor laufen lassen in dem Sinne. Also machen wir die Klimaanlage erstmal auf an. Oder die, ja, man hört schon, vorne passiert was. Dann auf manuell. Auto ausmachen. Und auf Umluft. Na? Eigentlich feste drücken, dann geht das. Ja, dann machen wir einmal hier drücken. Vielleicht AC. Ja, AC aus. Dann genau. Auf Umluft. Ja, der hat jetzt hier 11 Stufen, also es reicht eigentlich so. Dann aber nicht auf 21 Grad, sondern Ketter machen. Ja, also ich würde es jetzt hier irgendwo. Dann nehme ich mal meine Außentemperatur. Meine Masken mal raus hier. Ja. Okay. Ja, das läuft schon. Ich mache meine Bonbons raus noch. Ja. Und ja, wie gesagt. Dann kann es eigentlich losgehen. Riecht so wie am Klo, ne? Zeig mal deine neue Apple Watch. 17,50 Euro. Gibt es sogar 18 für die Uhr. So, wir sind hier, wie gesagt, in der Elektrogarage.com. Und wie gesagt, ich habe das Zeug von Sonax da, falls ihr das gemacht haben wollt. Und ich habe jetzt auch das neue Kältemittelgerät, das steht da hinten. Sorry, etwas. Das ist das alte, ne? Das ist das alte. Genau, das ist hier für R134A. Und das ist das neue, auch ein ganz neues Gerät. Das heißt also. Das neue Kältemittel 1234YF, für was in die Tesla verbaut sind. Für welches Tesla-Modell ist das jetzt? Für alle oder? Genau, für dein Model S, X und auch für die Model 3 und Y. Und ich schlage vor, dass man also nach 3 Jahren, da man einen Klimaservice macht, den Innenraumfilter sollte man jährlich wechseln. Also das kann man auch selber machen. Ansonsten, wer das nicht will, kann auch vorbeikommen. Ich habe auch die Filter da, da kann ich die auch einbauen. Wunderbar. Wir warten jetzt mal 20 Minuten, wie gesagt. 17.15 Uhr war es, glaube ich, gerade, ne? Und 17.50 Uhr, ja. 50, genau. Ja. 17,50 Euro, ja. Und was stand da noch drauf, dass man, wenn das fertig ist, eine 30 Minuten lüften. Also alle Fenster aufmachen und dann. Genau, am besten raus an die frische Luft.
weil damit dieser künstliche Geruch bzw. der chemische Geruch da rausgeht. Ich bin gespannt, ob es was bringt. Die Zeit ist abgelaufen. 17.15 Uhr haben wir losgelegt. Und ja, nach 5 Minuten sollte eigentlich schon vorbei sein. Genau. So, der Wolfgang steigt jetzt mal ins Auto rein. Und was sollen wir jetzt machen? Extremer Geruch. Also ich würde erstmal alle Fenster runter machen, damit ihr... Damit man da nicht erstickt, ne? Genau. Na, die Dose ist leer. Du also kannst auch das Schiebedach aufmachen. Ja. Ne? Das wäre, glaube ich, zusätzlich auch noch. So, ich gehe mal raus. Der Wolfgang fährt jetzt raus. Den Motor starten. Hast du auch den Motor gestartet? Ja. Läuft schön leise, ne? Ja. Mach mal Schiebedach auf. Ist ja nicht am Regnen. Eigentlich sollten wir um 18 Uhr Regen haben, ne? Wie viel Uhr haben wir denn jetzt, Wolfgang? 18.07 Uhr. 18.07 Uhr. Wettervorhersage hat eigentlich gesagt, dass um 18 Uhr anfängt zu regnen hier. Ja. Ist noch nicht. Mal gleich mal beobachten, nicht, dass das Schiebedach auf ist. Nehmen wir den Schlüssel. Ja. Wieder ein erfolgreicher Tag in der Elektrogarage.com beim Tesla-Gutachter Wolfgang Müller. Den Sigi haben wir auch hier. Der Sigi, den haben wir bestellt, damit er hier mal die Halle ausfegt. Ne? Sigi, walte mal deines Amtes. Ich sag immer, Arbeit ist das Schönste auf der Welt. Ich könnte stundenlang zugucken. Ja, genau. Also mit diesen Worten verabschieden wir uns mal hier, ne? Just go ahead, go and catch me, baby.